Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Switch. Wir befinden uns hier in der alten Höhle, wo wir Feuerrad besiegt haben und wollen jetzt zu dem Grab der Riesen. Das wäre unsere nächste Position. Ich habe hier noch eine schöne Lampe, die wir benutzen können, damit wir was ausgeleuchtet bekommen. Das machen wir jetzt. Also, wir müssen uns auf den Weg machen jetzt dahin. Man kann hier sehen, hier ist schon alles ausgeleuchtet, aber es ist ohne Lampe wirklich stockfinster. Man sieht gar nichts. Und diese Lampe, die hilft uns schon. Die haben wir ja schon gefunden beim ersten Mal. So, Tal der Riesen heißt es ja, weil es hier wahrscheinlich Riesen gibt. Und wir haben ja schon mal einen begegnet, ein Skelettriese, und da sind wir natürlich schön draufgegangen. So ist es. So, jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier diesmal weiterkommen. Jetzt, wenn dann natürlich kommt der Riese, wie man da hinten sieht, dann müssen wir natürlich auch unser Schild wechseln. Denn, wir müssen ein bisschen geschützt sein hier. Er ist auch nicht gerade klein, wie man sieht. Aber ich wechsle mal zum Schild und versuchen, den mal anzugreifen. So. Letztes Mal haben wir wirklich lange gebraucht. Diesmal sind wir ein bisschen kräftiger dabei und kriegen das besser hin, würde ich sagen. Wir gucken mal. Warum es Tal der Riesen heißt, weil hier wirklich nur riesige Skelette rumliegen. Hier liegen überall diese kleinen Dinger rum. Da können wir gar nicht hin. Noch nicht zumindest. Nicht von hier aus. Gehen wir mal hier lang. Okay, hier mal runter. Oh! Da schießt jemand mit Pfeilen auf uns. Und da steht schon der nächste Krieger. So. Kannst du die Lampe wechseln? Ein bisschen mehr sehen, ich sehe hier runterfallen. So, da liegt er was. Das nehmen wir mal ein. Große Seele von einem stolzen Krieger. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt müssen wir gucken, wo wir hier längs können. Da unten sehe ich auch schon wieder einen. Seht ihr den? Das wartet auf uns. Hier kann man also nochmal runterrutschen. Da geht es nirgendwo runter. Definitiv schießt hier mit Pfeilen, aber ich kann nicht sehen, wo das herkommt. Oh! Okay, runter. Okay, den haben wir erwischt. Okay. Jetzt warten. Oh. Okay, ist runtergefallen. Ist natürlich gut für uns. Und der trifft uns aber mit voller Wucht. Kurz mal hier warten. Was trinken. Kurz zur Dingsleuchte scheinen. Also es ist wirklich sehr, sehr dunkel hier. Und das ist ja wirklich sehr ätzend. Nun gut, wir gehen immer hier weiter. Ja, hier geht schon wieder runter. Sollen wir da runter? Was ist denn da hinten? Kommen wir da hin irgendwie? Oder werden wir da nur abgeschossen, wenn wir da hingehen? Geht hier auch nicht weiter, ne? Schießt schon wieder jemand an? Wir gehen mal lieber hier weg. Okay, dann geht's hier weiter runter, würde ich behaupten. Ich weiß es aber nicht. Ah. Das ist ein... Hallöchen, wer bist denn du? Good day. Guten Tag. You look reasonably sane. Yeah. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Bin ich ein Kleriker? Eigentlich nicht, aber wir sagen einfach mal ja. Yes, I guessed as much. Well, here's a tip. There's a stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, you're the cleric, right? I owe you for all that, praying and whatnot. I'll give you first pick. Well, go on. Have a look. It'll shimmer you blind. Ja, wahrscheinlich werden wir da unten sterben oder so. Deswegen will er uns das sagen. Okay, wir gucken erstmal nach, ob wir hier noch irgendwas anmachen können. Da oben liegt eine hätte man abspringen können vorher vom Sarg wahrscheinlich. Die wir nicht gemacht haben. Hier ist eine Treppe. Eine Leiter.
Ist aber nichts weiter. Okay. Da können wir längs gehen. Wir gehen erstmal kurz hier weiter. Irgendwas auf uns zugelaufen, glaube ich. Ne, doch nicht. Okay, was war hier? Was wollte er mir da sagen? Oh. Wollte mal da hingehen? War bestimmt eine Falle, ne? Ah! Diese Drecksau. So ein Arschloch, ne? So ein... So ein Arschloch. Okay, jetzt wird es eng, glaube ich, da unten. Wer weiß, wer uns da jetzt angreift. Das ist immer irgendwas kommt. Wir haben eine Schädellaterne gefunden. Die haben wir natürlich schon. Na gut, ich dachte, es greift mich gleich schon was an hier. Aber anscheinend nicht. Wenn wir den Typen nochmal treffen, dann haue ich den Kopf ab. So viel ist sicher. Da geht's wieder hoch. Aber wir sollten uns vielleicht hier unten noch ein bisschen umschauen. Sitzt jemand. Oh. Oh. Oh, zwei. Oh, alles gut. Oh, einer ist hinüber. So, jetzt schnell was trinken. Mal noch ein. Okay. Ist da noch jemand? Da ist doch jemand, ne? Anderen Seite mal. Auf jeden Fall wurden wir gerade angegriffen. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Runde Auffrischung. I am certain, thank you. Na gut. So. Hab ich doch gern gemacht. Na gut, also hier ist aber nicht mehr so viel, oder? Wir können auch mal den Weg da längs gehen, woher die beiden Gestalten hergekommen sind. Ja, hier saß sie, ne? Genau. Wir hier mal längs. Hier geht's hoch. Dann muss es ja hier sein, ne? Da hinten da ist doch irgendwas, was nicht ganz koscher ist, oder? Was geht da denn ab? Was ist da denn? Eieiei. Okay. Ich dachte, das wäre... Oh, kommt noch einer. Eieiei, bevor die zuschlagen? Ich weiß ja nicht, wie hart die zuschlagen. Ich will die doch lieber ab. Hier geht's hoch? Na gut. Wir gehen mal hoch. Ach ja. Immer mit Adrenalin hier unten, ne? Immer mit Adrenalin. Das
Abenteuer klar. Ach, okay, jetzt sind wir wieder hier, wo wir den Heini vorhin auch getroffen haben, oder? Nee, doch nicht. Doch, da ist er doch. Blimey. How did you weren't supposed to survive that? Well, no matter. I'll settle this once and for all. You lousy self-righteous. Alright. Alright. Oh. If that's the way it is, you silly little bastard. Well, I've had enough of you. Take your higher cause and stuff it. Oh oh. Okay. Will ich runterschubsen? So. Papo. What did I ever? Menschlichkeit 4. Oh, und eine Rundaxt. So. Hier runter müssen wir ja nicht nochmal. Gehen wir halt hier weiter. Das war auch wieder irgend so ein ekliges Viech. Trinken wir mal schnell was. Keine Ahnung, wie das Ding zuhaut. Oh. Oh nein. Oh oh. Eieiei, da trinken wir gleich mal was. Der hat uns ganz gut platt gemacht. Hier leider auch gar nichts. Okay, sollen wir hier durchgehen? Müssen wir anscheinend, ne? Ich weiß nicht, weil ich habe immer so eine Angst, da überall durchzugehen. Weil ich immer denke, jedes Mal, oh, gleich bist du wieder tot, ne? Aber na gut, los geht's. Oh. Oh, verdammt. Oh, Scheiße! Oh! Gerade wo ich was trinken wollte. So ein Kack. Kein Leuchtfeuer, nichts in der Nähe gewesen. Ist natürlich super. Macht dann doppelt so viel Spaß. Das heißt, den ganzen Weg wieder zurück, hinlaufen nochmal. Das ist natürlich echt ätzend. Das ist natürlich wirklich ätzend. Wunderbar, ja. Macht richtig Spaß. Nun gut. Kommen wir nicht drum rum, wir müssen da wieder hin. Das ist ja echt ärgerlich. Das ist gerade Witze? Oh nee. Na, komm. Dann wäre es vorbei. Wenn das irgendwie möglich ist. Zack. So. Okay, natürlich einmal ganz kurz.
heilen. Ja. Oder so. Gut. Sollen wir unsere Schädellaterne mal wieder haben? Gehen wir auch wieder da rein. Das ist echt ärgerlich. Mich ärgert jetzt gerade total, dass wir da gestorben sind. Aber nein, ja. So ist es. Und ich lässt sich nicht vermeiden. Da ist der Riese wieder. Oh. Wir müssen ja da runter, ne? Okay, los geht's. Ja. Ah, Mist. Okay, das war dumm. Der ist auf jeden Fall runtergefallen. Okay. Die Laterne an. Dann heilen wir uns mal schnell hier. Das mache ich aber schnell nochmal mit dem anderen, damit wir genug von den anderen übrig haben. Huch. Das ist auch echt nervig. Muss man sagen, mit der Dunkelheit, das ist wirklich ein, das ist ja schon fast ein Hassland. Wer mag das Land? Kein Mensch. Oh nein! Den nicht ein bisschen hier mit hinlocken? Ich glaube schon. Oh, guck mal da. Der schwarze Ritter kommt hier nicht hin, oder was? Der Spacko. Ich den mit dem Pfeil hin? Krieg ich nicht. Okay, heilen wir uns mal kurz. Das ist ja echt blöde mit diesem. Wo ist denn der schwarze Ritter jetzt hin? Der war davor auch hier.
runtergelaufen, glaube ich. Oder auch nicht. Schade, ich dachte, er kommt, ich könnte ihn ein bisschen hierher bringen. Da ist er. Oh. Dann können wir ihn umkreisen vielleicht. Oh nein. Oh. Nein. Nicht um. Oh. Mist. Oh. Kann er sich nur so schnell drehen, der Spacken. So. Hässlicher Spacken. So, schnell was trinken. Und nochmal hier durch die. Oh, hier hätte ich auch jetzt herunterfallen können, sieht man gerade, wie eng das da war. Da hinten ist er. Der uns beschießt. Ist die Frage, ob wir ihn von hier aus treffen könnten. Okay. Ist besser, ihm aus dem Weg zu gehen. Gut, versuchen wir jetzt mal dahin zu kommen, dass wir ihn irgendwie töten können, weil der ist ja wirklich sehr, sehr im Weg. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch so ein schwarzer Ritter an da. Ist so ein schwarzer, so ein dunkler. Aber da kommt ein anderes Viech, der nicht besser ist. Echt so einen fetten Tritt drauf, ne? Das ist echt ätzend mit dieser Dunkelheit hier. Seelere. Wir müssen gucken, wo wir längs sollen, ne? Sieht so aus, als ob wir da runter können irgendwo. Aber wohl auch nicht. Hier geht's auch nicht runter. Ah, da ist noch ein anderes Viech noch. Okay, trinken wir schnell was. Ich jetzt halber. Oh nein. Okay. So. Was trinken. Heiß, heiß ist mir. Keine Ahnung, wo ich bin hier, aber... Aber dieser Weg ist der richtige hier. Also ist er gleich, wie ich gerade irgendwie bin. Dann hier hin. Nee. Da nicht. Hier hin. Da geht es irgendwie auch nicht wirklich. Irgendwo muss es doch längs gehen hier. Da runter. Da runter. Ah, es ist ätzend. Jede Ecke kann man sterben, ne? Warum findet man denn kein Leuchtfeuer hier? Erscheinungsschild. Da unten ist ein Leuchtfeuer.
Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin, ist die Frage. Da unten ist es, da unten ist es. Und da wollen wir hin. Naja, das war schon richtig hier unten runter wahrscheinlich, ne? Da geht's einfach nur in den Abgrund. Hier geht's einfach ein bisschen runter. Lass den holen wir mal hier hoch. So ein ekliges Viech. Oh. Nee. Komm her. Oh. So. Ja, was trinken? Mein Gott, hier fliegen auch die ein, die Dinger weg wie sonst was, ne? Da hinten kann man noch eine Leiche plündern. Bevor wir hier längs gehen, plündern wir die Leiche erstmal. Obwohl. Wir gehen erstmal hier längs. Kann noch nichts sehen. Ich liebe das hier. Oh, danke. So. Das ist schon mal gut. Das beruhigt mich schon mal so ein bisschen. Jetzt bin ich ein bisschen Forscher vielleicht auch. Wohl allzu forscht sollte man auch nicht sein. Ich habe natürlich die Leute jetzt wieder geholt, alles natürlich dumm. Oh! Guck mal schnell was. Hochgehen, oder? Da wieder hoch? Hey, wie kommt man denn da hin? Ach, guck mal, hier geht's runter, okay. Ist er brocken? Zappelt doch irgendwas durch den Boden, da seht ihr das? Warte. Also ich könnte ihn irgendwie anlocken, aber das geht wohl nicht.
reicht es. Okay. Ja, ja, ich bin ja schon tot. Okay, gut, dass wir das Ding da oben gleich haben und nicht so weit laufen müssen. Heieiei. Also, hier ist man nur gearscht durch die Dunkelheit. Sonst, glaube ich, würde das gar nicht so super schwierig sein. Also, weiß ich nicht. Natürlich ist es trotzdem schwierig, aber ich glaub, die Dunkelheit ist die, die einen noch am meisten hier zu schaffen macht. Wir müssen, glaube ich, erstmal die hier oben killen, nicht, dass die auf was raufspringen. Muss man einmal gucken. Er haut so, dann haut er so und ich hau so. Mann, ey. Hauen aber rein, wa? So, ich würde sagen, den großen Skeletthain, den müssen wir auch nochmal killen. So. Gar nicht unser Schild an. Das ist natürlich ein bisschen leichtsinnig. Mal kurz ein Getränk. Einige mehr, die da auch rumgeistert, ne? Noch einer oder waren es zwei? Hier kommt da noch einer. Nichts beschützt hier, Spacken. Es geht hier runter. Gibt es noch einen Weg? Hier gibt es auch einen Weg. Aber hier ist der richtige. Hier geht's, da geht es runter und da geht es nach hinten rein. Aber da liegt ein... Na gut, Seelen nehme ich gerne mit. Jetzt hier runter. Ist hier irgendwo hin? Nee. Sah nur so aus. Und klettern wir nochmal runter. Ich klettere mal langsam runter, um überhaupt was sehen zu können. Okay, das war jetzt keine lange Leiter. Da kennen wir wesentlich größere und längere Leitern. Ich glaube, wir brauchen die Laterne vielleicht gleich nicht mehr. Was gut ist, wir sind wahrscheinlich da drin wieder in der Höhle gleich. Aber, na gut, lass uns mal. Geht's weiter. Wieso kann man hier unten längs gehen? Gibt es da irgendwas da hinten? Und wenn man hier längs gehen kann, dann muss es auch was geben. Eine unsichtbare Wand. Nö, gibt's hier nicht. Gehen wir weiter. Hätte gedacht, weil wenn man so weit gehen kann, hätte man da irgendwo runterspringen können? Nö, ne?
Ein bisschen eng aus. Wir gehen jetzt hier rein. Und es wird wieder Nacht. Wunderbar. Obwohl, wir können ein bisschen mehr sehen in der Höhle. Was uns ja sehr entgegenkommt. Naja, das mehr sehen, ne? Eieiei. Tauchen also einfach so aus dem Boden auf. Ja, super. Ach, dahinter ist so ein Heini, okay. Okay, kann mich treffen, okay. Natürlich schade. Oh! Okay, wir müssen uns ein bisschen eilen. Komm her, du Heini. Nein! Oh! Nein! Oh, der hätte mich beinahe erwischt, runtergetreten. Habt ihr das gesehen? Ist ja Gott sei Dank selber runtergefallen. Alter Schwede, was für eine fiese Falle. Das war ein fieses Ding, muss man sagen. Sind Tote hier? Okay, die beten, ne? Hier sind alles kaputte Skelette hier. Aber was ist das da hinten, was da hängt? Ah. Ich traue mich gar nicht dahin zu gehen. Ich glaube, ich schieße da erstmal drauf. Oder? Okay. Das haut rein. Ich kill den ersten mal von hier oben. Nicht die feine Art, aber... Ich finde, der macht ganz schön Schaden. Okay. Trinken wir mal kurz einen Schluck. Der denn her? Was hackt? Na gut. Versuchen wir weiter jetzt zu gehen hier. Da geht's runter. Ja. Oh. Kleine widerliche Biester. Was ist denn los? Hört euch auf. Okay, wir müssen uns noch ein bisschen durchmogeln hier jetzt. Hier hoch.
was? Alter, jetzt kommen wir mehr von diesen kleinen Biestern. Seele vom Held, okay. Mann, Gott. Ein klein. Ich weiß nicht, ob die ja beschwören oder so, aber nervig sind die alle mal. So. Was ist das hier? Kommen wir durch? Da geht's durch, okay. Durch den Nebel schreiten. Da soll ich runter? Okay, warte mal. Wir hatten auf jeden Fall noch so ein Schild gefunden. Das wollte ich mir mal angucken. Wie hieß denn das? Irgendwas. Hier ist ein Erscheinungsschild. Blitz 90. Okay. Gut. Ich glaube, wir müssen da runter, ne? Ich weiß es nicht. Gehen einfach mal. Okay, jetzt kommt ein Boss. Scheiße. Hätte man sich doch da... Ach, das ist da, wo wir doch schon mal waren bei dem, ne? Den haben wir doch beschworen. Haben wir nicht einen Eid beschworen bei denen? Ich glaube schon. Den kriegen wir natürlich nicht hin jetzt. Zu wenig. Ich habe zu wenig zum Auffüllen und alles. Naja, ist dann so. Aber es ist... Aber der sieht schon ganz fett aus, ne? Okay. Wo ist der hier? Ist die Frage, ne? Da ist er. Scheiße, wie geht denn hier? Eieiei. Okay, gehen wir zu dem Boss mal. Okay. Oh, müssen wir aufpassen. Oh, jetzt wird's eng. Oh, die hat alle getötet gerade. Das ist doch gut für uns. Komm schon. Reicht das nicht? Oh, das reicht. Das reicht. Fürstenseele erhalten. Ihr habt gesiegt. Danke. Menschlichkeit auch noch. Sehr gut. Ein cooles Schwert hier oder so? Nee. Na gut. Entzünden wir das Leuchtfeuer. Und teleportieren uns. Zum Feuerwandschrein. Bam. Super, super, super. Ja, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den schaffen. Also, weil wir überhaupt unvorbereitet da reingegangen sind. Also, wir hatten weder genug Flakons noch irgendwas. Aber die gute alte Haut-drauf-Technik hat funktioniert. Klar haben die anderen natürlich gut Schaden gemacht. Aber wir waren ja nochmal im Reinen damit. Na gut, dann gehen wir halt selbst rein. So, schauen wir uns mal an. Das kommt wegdrücken, kennen wir ja alle schon. Und geben die letzte Seele ab. So, das müsste das letzte Ding gewesen, ne? Ich glaube, 4 Stück. Haben wir jetzt.
in Zeitlupe. Wunderbärsten, würde ich sagen. Lass noch mal kurz. So. Und dann marschieren wir mal hier rein. Kommt da schon wieder irgendein Typ an? Aber reden können wir nicht mit ihm. Ofen der ersten Flamme. Gut, die haben wir erreicht. Und ich sage euch, ab dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.